Jeder Sportler träumt davon, es bis ganz nach oben zu schaffen, auf der großen Bühne zu stehen und im Ruhm des Erfolgs zu schwelgen. Aber hier ist die harte Wahrheit. Der Weg zum Profi ist mysteriös. Versteckt hinter den glänzenden Siegen und den strahlenden Karrieren gibt es 5 geheime Faktoren, die die Auserwählten vom Rest unterscheiden. In der Sportwelt ist Ignoranz kein Segen. Es ist der stille Zerstörer deiner Träume. Viele angehende Sportler bleiben ahnungslos, trainieren Tag für Tag, ohne zu merken, dass ihre Karriere in die Bedeutungslosigkeit abrutschen könnte. Aber keine Angst, denn heute enthüllen wir die Schlüssel zum Erfolg, die 5 unkonventionellen Faktoren, die dein Ticket zum ersten Profivertrag sein können. Also lass uns anfangen. Auf dem Weg zur Größe gibt es oft ein Paradoxon, das unbemerkt bleibt. Es geht nicht darum, sich von Anfang an hyperspezialisiert auf Fußball zu konzentrieren. Es geht um die unerwarteten Synergien, die entstehen, wenn du deinen Horizont erweiterst. Hier kommt David Epsteins bahnbrechende Philosophie des Range ins Spiel. Epstein stellt die herkömmliche Weisheit in Frage, dass frühe Spezialisierung der beste Weg zum Erfolg ist. Stattdessen befürwortet er eine Phase der Generalisierung, in der Athleten sich einer Vielzahl von Aktivitäten engagieren, bevor sie sich auf ihre Hauptdisziplin konzentrieren. Diese Philosophie legt entgegen der Intuition das Fundament für spätere Spezialisierung und schafft einen einzigartigen Schatz an Fähigkeiten und Perspektiven. Also ist das Erste, was du auf deinem Weg zum Profi tun solltest, deinen sportlichen Verstärker zu finden. Nimm zum Beispiel den legendären Rio Ferdinand, ehemaliger Manchester United-Verteidiger. Als Kind werden seine Altersgenossen ihn für seine unkonventionellen Interessen neben dem Fußball verspotteten. Rio hat 4 Jahre lang die Kunst des Balletts gemeistert und das hat er dazu zu sagen. You actually started out as a ballet dancer, I hear. Tell us about that. Yeah, I've never been someone who wanted to be pigeonholed in any part of my life. I'm from like a council estate where ballet wouldn't normally fit. I got scouted to go to a ballet school called the Central School of Ballet, one of the best ballet schools in London. And I ended up staying there for 4 years. And to be fair, it's hard, man. It's not easy. It's very difficult, very hard to do. But it was something that definitely helped me in my football career with my poise and my balance. Ja, Ballett als sportliche Verstärkung, die Welten entfernt zu sein scheint vom rauen und turbulenten Fußball. Aber seine Freunde ahnten nicht, dass Rio damit die Grundlage für einen unverwechselbaren Vorteil in seinem Spiel legte. Die Haltung, das Gleichgewicht und die fließenden Bewegungen, die er durch Ballett erlangte, machten ihn zu einem einzigartigen Innenverteidiger, auf der Position eine solche Finesse unerwartet war. Ballett war Rios Geheimwaffe, sein sportlicher Verstärker, der Stereotypen trotzte und ihn zu einem der größten Verteidiger der Premier League machte. Während andere robuste Innenverteidiger mit Steifheit kämpften, glitt Rio mit seiner Anmut über das Spielfeld, die Gegner überraschte und die besten Stürmer der Welt darüber staunen ließ, wie wendig dieser 1,91 Meter große athletische Mann war. Sogar der GOAT des Basketballs, Michael Jordan, spielte in der High School Baseball und American Football. Und die Legende Roger Federer versuchte, professioneller Fußballer zu werden, bevor er sich schließlich auf Tennis festlegte. Sich auf die Reise vielfältiger sportlicher Erfahrungen zu begeben, erfordert einen strategischen Ansatz. Hier sind 3 praktische Tipps zur Orientierung. Erstens, erkunde vielfältige Aktivitäten. Beginne deine Suche nach einem sportlichen Verstärker, indem du dich in einer Vielzahl von Sportarten jenseits deiner Hauptsportart engagierst. Je breiter deine Erfahrungen sind, desto reicher werden deine sportlichen Fähigkeiten und hab keine Angst, diese anderen Sportarten auch freizeitmäßig zu betreiben. Wenn du deinen aktuellen Sport 5-mal die Woche spielst, ist es in Ordnung, etwas anderes auch nur einmal die Woche zum Spaß zu machen. Zum Beispiel machen einige Fußballer, mit denen ich im letzten Jahr gearbeitet habe, einmal pro Woche Tennis oder Schwimmen. Ich kann dir als Fußballer vor allem Touren, Leichtathletik und Tischtennis empfehlen, falls du schon etwas älter bist und nicht mehr die Zeit hast, in jungen Jahren über den Winter sowie in der Sommerpause auch neue Sportarten komplett zu erlernen. Zweitens, umarme das Unkonventionelle. Zögere nicht, dich mit Aktivitäten zu beschäftigen, die völlig unabhängig von deinem Sport erscheinen mögen. Das Unerwartete kann außergewöhnliche Ergebnisse bringen. So wie Rio Ferdinand das Ballett nutzte, könnte dein einzigartiges Interesse der Schlüssel sein, um verborgenes Potenzial freizusetzen. Und drittens, was direkt an diesen Punkt anknüpft, ist open-minded zu bleiben. Ja, du solltest Stereotypen und Vorurteile herausfordern. Dein Weg zur Größe könnte darin bestehen, Erwartungen zu trotzen und dich mit etwas zu beschäftigen, worüber andere vielleicht lachen. Rio Ferdinand versucht anfangs sein Balletttraining vor seinen Freunden zu verbergen, aber nach einer Weile gewann er das Selbstvertrauen, sich nicht mehr darum zu kümmern, was sie dachten, denn er bahnte sich seinen eigenen Weg zur Größe. Jetzt, nachdem du deinen sportlichen Verstärker gefunden hast, gibt es einen entscheidenden nächsten Schritt, den du tun musst. Um diesen Punkt zu erklären, sprechen wir über die französische Weltmeistermannschaft von 2018. Wusstest du, dass 8 der 23 Spieler in diesem Kader in den Banlieues von Paris aufgewachsen sind? In Gegenden, die als raue Vororte bekannt sind und sowohl als Spielplatz auch als Bewährungsprobe dienten.
Spieler wie Mbappé, Pogba und Kanté stammen alle aus diesen Fußballhochburgen, wo eine reiche Kultur des Beautiful Games inmitten von Herausforderungen wie Armut und Kriminalität gedeiht. In diesen Vororten, wo kleine Betonflächen zu Arenen der Träumen werden, befeuert der Hunger und der Wunsch, einer harten Realität zu entfliehen, den Weg, um Elite-Fußballer zu werden. Die Umgebung erfordert die Meisterung der Ballkontrolle und fordert Fähigkeiten, die diese Spieler auf der Weltbühne hervorheben. Oder denk an die Geschichte von Matthew Sitt, einem ehemaligen Olympioniken im Tischtennis. Er hat das Glück, in einem Einzugsgebiet einer Grundschule in England zu leben, wo zufällig ein Lehrer auch der beste Tischtennislehrer des Landes war. Der Punkt ist also, dass du, um es zum Profi zu schaffen, deine perfekte Umgebung finden musst. Es geht nicht nur um die Einrichtungen, sondern auch um die Kultur, die Mentoren und die einzigartigen Herausforderungen, die eine Meistermentalität formen. Vieles davon hängt einfach vom Glück ab. Das ist einfach die bedauerliche Realität, dass jeder von uns durch einen Würfelwurf geboren wurde, über die wir keine Kontrolle hatten. Und ja, einige Menschen haben tatsächlich eine 6 gewürfelt. Sie hatten Glück, in die bestmögliche Umgebung für ihren Sport geboren zu werden, so wie es Matthew Sitt erging. Aber in der heutigen Zeit, in der wir in einer hochgradigen, vernetzten Welt leben, haben die meisten von uns viel mehr Möglichkeiten als frühere Generationen, unsere Umgebungen so zu gestalten, dass sie uns eine viel bessere Chance auf Erfolg bieten. Die drei Hauptdinge, die so ziemlich jeder tun kann, um dies zu erreichen, wären: erstens, einen detaillierten Plan zu haben. Entwickle einen langfristigen Plan, gerne auch mit uns, für deine sportliche Laufbahn. Identifiziere Vereine und Trainingszentren, die mit deinen Zielen übereinstimmen, und überleg dir eine Strategie, wie du dich diesen Umgebungen integrieren kannst. Manchmal muss man wirklich Jahre im Voraus planen, um sicherzustellen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Nummer 2, harte Opfer für besseren Wettbewerb zu bringen. Manchmal ist die perfekte Umgebung weit entfernt, also sei bereit, Opfer zu bringen, ob es lange Bus- oder Zugfahrten zu hochrangigen Trainingseinheiten oder Spielen sind. Die Konfrontation mit überlegenen Wettbewerb kann dein Spiel verbessern und deine Entwicklung beschleunigen. Es gibt Athleten, mit denen ich gearbeitet habe, die sich verpflichten, für Trainingsneiten eine 2-stündige Busfahrt hin und zurück zu nehmen, weil es die beste Umgebung ist, um ihr Spiel zu verbessern. So konnte Mucib zum Beispiel gegen gleichaltrige NLZ spielen, wurde gescoutet und zum Probetraining eingeladen. Aber wie viele Spieler sind bereit, 2,5 Stunden mit der S-Bahn zum Training zu fahren, hin und wieder 2,5 Stunden zurück, da dies der richtige Entwicklungsschritt ist? Ist dieser Trichter fair? Nein, aber es ist notwendig. Und schließlich, suche nach Unterstützung und Orientierung. Finde Mentoren oder Trainer, die dein Potenzial erkennen und Anleitung bieten können. Die Geschichte von Matthew Sitt zeigt die transformative Wirkung eines Trainers, der Talent erkannt hatte und eine Kultur der Exzellenz förderte. Und solange du eine Internetverbindung hast, kannst du heutzutage so viele Mentoren haben, zu denen frühere Generationen einfach keinen Zugang hatten. Na, wir haben Mentaltrainer, Athletiktrainer, Techniktrainer in unserer Akademie. Videos auf YouTube wie dieses und von anderen Kanälen anschauen, die zeigen, wie man komplexe Fähigkeiten oder Übungen ausführt, ist etwas, das ich mir in meiner Jugend gewünscht hätte. Aber auch das reicht heutzutage nicht mehr. Wir von Fußball Talententwicklung können dir in unserem Online-Coaching alles zur Verfügung stellen, was du benötigst, um den nächsten Schritt in deiner Entwicklung zu gehen. Es ist ein goldenes Zeitalter der Möglichkeiten, Dinge zu lernen, zu denen Menschen noch vor 10 Jahren keinen Zugang hatten. Übrigens, wenn ich dir in irgendeiner Weise auf deinem Weg zum Spitzenleistung geholfen habe, tu mir bitte einen Gefallen und abonniere den Kanal. Es ist kostenlos und hilft mir sehr, denn dieses Verhältnis von Leuten, die meine Videos anschauen, ohne zu abonnieren, it's embarrassing. It's a disgrace. That's what it is, a disgrace. Also, danke für deine Unterstützung. Als nächstes, in den Dingen, die du tun musst, um es zum Profi zu schaffen, ist etwas, vor dem sich 99% der Menschen scheuen. Es ist kein Wunder, dass die 1%, die dies tun, diejenigen sind, die es schaffen werden. Um dies zu erklären, sprechen wir über den NBA-Champion Jamal Murray. Ein Mann, der als Kind nicht nur trainierte, er nahm das Extreme an. Sein Vater ließ ihn Wand sitzen, mit Tassen heißen Tee auf seinen Knien machen, machte Liegestütze im beißenden Schnee, dribbelte einen Basketball auf Eis und sammelte sogar mit bloßen Händen Blättern in der Tiefe des kanadischen Winters auf, um sie zu stärken. Es ging nicht nur um körperliche Ausdauer, sondern auch darum, eine unerschütterliche mentale Stärke zu entwickeln, die ihn auf dem Spielfeld hervorhob. Jamal erreichte das höchste Niveau, weil er den dritten Schlüsselpunkt annahm. Finde dein Extrem. Für ihn ist der Druck, entscheidende Momente in NBA-Spielen, nichts im Vergleich zu dem Schmerz, den er im Training bereitwillig ertrug. Das Extreme wurde sein Verbündeter und bereitet ihn auf jedes Schlachtfeld vor, sodass jeder Wurf unter hohem Druck nur eine weitere Routine wurde. Aber es muss nicht immer grenzwertige körperliche Tortur sein, der du dich selbst unterziehst. Dein Extrem zu finden bedeutet auch, an Trainingsgewohnheiten und Routinen zu denken, die niemand sonst um dich herum macht. Nimm zum Beispiel Delay Thompson, eine Decathlon-Legende, der einmal sagte, ich habe 2-mal am Weihnachtstag trainiert, weil ich weiß, dass die anderen
überhaupt nicht trainieren. Das gibt mir 2 zusätzliche Tage. Sein Engagement für extremes Training, selbst an Feiertagen, verhalf ihm dazu aufeinanderfolgenden Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau und 1984 in Los Angeles zu gewinnen. Ich führe mit meinen Spielern zum Beispiel einen Becoming Superhuman Monat durch, in dem wir durch kognitives Training und gezielten Gehirnreiz die Lernfähigkeit deines Gehirns drastisch erhöhen können. Die Botschaft ist klar, um außergewöhnlich zu sein, musst du Außergewöhnliches tun. Champions begnügen sich nicht mit dem Status quo. Sie definieren ihn durch extreme Hingabe und Engagement neu. Es geht darum, sich zu fragen, was ist das Extremste, was ich tun kann, das 99% der anderen Athleten, wahrscheinlich sogar 99,9%, in meiner Sportart nicht tun. Das gibt mir den Vorsprung. Diese Frage dient als Kompass, der dich zu unkonventionellen Methoden führen kann, die deine Leistung steigern können. Achte hierbei aber darauf, dies nur unter Anleitung eines erfahrenen Trainers zu machen. Passe deine extremen Trainingsmethoden an deine Sportart, deine Stärken und deine Schwächen an. Ob es sich um unkonventionelle Übungen, einzigartige Herausforderungen oder einfach um unermüdliches Engagement handelt. Finde heraus, was dich abhebt und verschiebe diese Grenzen. Wenn du dein Extrem entwickelst, denk daran, dass das der Erfolg oft gerade außerhalb deiner Komfortzone liegt. Wenn du jemals feststellst, dass eine Trainingsneid oder ein Workout einfach ist, dann hast du aufgehört, Fortschritte zu machen. Also musst du lernen, den Unbehagen extremer Trainingsmethoden nicht nur zu akzeptieren, sondern mit offenen Armen zu empfangen. In dem Wissen, dass jeder Tropfen Anstrengung, den du investierst, einen Schritt näher daran ist, deine Konkurrenz zu übertreffen und es auf die Profi-Ebene zu schaffen. Und diese extreme Einstellung führt zum nächsten Punkt, den du tun musst, um es zu schaffen. Du musst dir in den Kopf setzen, dass weniger als 1% den Gipfel erreichen werden, und um zu ihnen zu gehören, muss man die Gnadenlosigkeit des Wettbewerbs akzeptieren. Während wichtig ist, fair und mit gutem Sportsgeist zu spielen, musst du dir auch bewusst sein, dass es ebenso notwendig ist, deine Konkurrenten zu identifizieren, zu studieren und zu versuchen, sie zu dominieren. Deshalb ist der 4. Punkt: Finde deine Feinde. Sogar der große Kobe Bryant verstand das schon im zarten Alter von nur 13 Jahren. Eines Tages öffnete er eine Zeitschrift mit den Basketball-Rankings von St. Smith. Er war auf dieser Liste als 57. der spannendsten Highschool-Talente im Land eingestuft. War er damit zufrieden? Wenn man bedenkt, dass er erst 13 war und dass andere, die höher als er platziert waren, 4 oder 5 Jahre älter waren? Nein. Nachdem er diese Liste gesehen hatte, war sein erster Gedanke: Ich werde sie alle jagen. Und das wurde seine Mission in der Highschool. Jede einzelne Person auf dieser Liste abzuhaken. Alle 56 anderen Namen, sie alle aufspüren und besiegen. Das war es. Brian nannte diese seine Todesliste. Es war nicht nur ein jugendlicher Ehrgeiz, es war eine Manifestation der gnadenlosen Denkweise, die notwendig ist, um sich in einer Welt, in der jeder Vorteil zählt, abzuheben. Das Verstehen, Studieren und Bezwingen deiner Konkurrenz wird nicht nur zu einer Strategie, sondern zu einer Lebensweise. Auch wenn dir das ungewohnt vorkommt, musst du eine Version davon kreieren. Es geht nicht nur darum, die Opposition auszuschalten. Es geht mehr darum, sie gründlich zu studieren, um zu verstehen, warum sie aktuell besser sind als du und was aus ihrem Spiel du in deines integrieren kannst. Also ergreife diese wichtigen Schritte. Erstens, widme tatsächlich Zeit dem Studium deiner Konkurrenz. Alle Einzelheiten ihrer Spielstile. Wenn jemand in der Mannschaft vor dir liegt, beobachte ihn wie ein Falke, damit du verstehst, warum er ausgewählt wurde und du auf der Bank sitzt. Dieses Wissen ist die Grundlage dafür, die Entwicklung gezielter Strategien, um sie tatsächlich zu übertreffen. Zweitens, entwickle zielgerichtetes Training. Du möchtest dein Training speziell darauf ausrichten, die Herausforderungen deiner Konkurrenten zu bewältigen, sei es das Verfeinern einer bestimmten Fähigkeit oder die Verbesserung deiner körperlichen Kondition. Richte dein Training auf das Ziel aus, diejenigen zu dominieren, die du übertreffen möchtest. Manchmal sind manche Leute auch einfach von Natur aus besser als du in bestimmten Aspekten. Und egal wie hart du arbeitest, du wirst ihr Niveau nicht erreichen. In der Jugend bezweifle ich das, aber im Profibereich sicherlich. Wenn das der Fall ist, studiere ihre Schwächen gründlich, damit du diese ausnutzen kannst, indem du in diesen Bereichen viel besser wirst. Leute, die sagen, sie kümmern sich nicht um die Konkurrenz, lügen. Denn die wirkliche Elite studiert alles und jeden um sich herum. Sie nutzen dies zu ihrem Vorteil, um herauszustechen und alle zu übertreffen. Es gibt jetzt noch eine Sache, über die wir sprechen müssen. Und dies ist vielleicht die wichtigste, denn sie bestimmt wirklich, wer es schafft und wer nicht. Um diesen Punkt zu veranschaulichen, sprechen wir über die 2 Goats, Michael Jordan und Cristiano Ronaldo. Wenn Fans an sie denken, Perfektion, aber das ist eine Lüge. Denn wusstest du, dass Michael Jordan eine Karriere-Trefferquote von 49,7% hatte. Das bedeutet technisch gesehen, dass er mehr Würfe verfehlte, als er traf. Und was Ronaldo betrifft, trotz seiner beeindruckenden Torrekorde, erzielt er durchschnittlich ein Tor pro 6,47 Schüssen. Das bedeutet, dass auf jedes Tor, das er erzielt, über 5 Schüsse kommen,
die nicht erfolgreich sind. Objektiv betrachtet ist das Scheitern ein integraler Bestandteil selbst des höchsten Levels im Leistungssport. Da ist das Letzte, was du tun musst, um Profi zu werden, dein Scheitern zu finden. Warum solltest du das Scheitern ergreifen? Weil es der Katalysator ist, der Athleten über ihre Grenzen hinaustreibt. Es ist die Kraft, die sie dazu bringt, Risiken einzugehen, sich auf Herausforderungen einzulassen, die entmutigend erscheinen. Und letztendlich sind es diese gewagten Züge, für die Athleten gesichtet, bemerkt und in Erinnerung bleiben. Niemand erinnert sich an diejenigen, die auf Nummer sicher gehen, denn sie fallen nicht auf. Das Erreichen der Profi-Ebene geht darum, Aufmerksamkeit zu erlangen. Und die einzige Art, wie du Aufmerksamkeit gewinnst, ist Risiken einzugehen. Nicht verrückte, dumme Risiken, sondern sinnvolle, gut durchdachte Risiken. Denn nur wenn Athleten Risiken eingehen, haben sie eine tatsächliche Wirkung. Und nochmals, Wirkung gleich Aufmerksamkeit, was gleichbedeutend mit Gelegenheit ist. Das ist letztendlich, was du in deinen Bemühungen es zu schaffen willst, eine Gelegenheit. Und die einzige Art, wie du dann diese Gelegenheit ergreifen kannst, ist, indem du mit allen Ergebnissen im Reinen bist. Wissend, dass du diesen schwierigen Schuss versuchen musst, auch wenn die Chance besteht, dass du ihn verfehlst. Oder wissend, dass du diese schwierige Routine oder Bewegung versuchen musst, obwohl eine gute Chance besteht, dass du es auch vermasselst. Um das Potenzial des Scheiterns zu umarmen, solltest du drei Dinge tun. Erstens deine Perspektive ändern. Verstehe, dass ein Scheitern nicht unbedingt immer ein Rückschlag ist, sondern einfach eine Lernmöglichkeit. Jeder verfehlte Schuss, jedes verlorene Spiel oder jeder letzte Platz ist eine Chance zu verstehen, sich anzupassen und zu verbessern. Ändere deine Perspektive von der Angst vor dem Scheitern hin zur Umarmung dessen als notwendigen Teil deiner Reise. Zweitens, fordere dich selbst heraus, indem du Ziele setzt, die deine Grenzen ausreizen. Diese Ziele sollten ambitioniert sein und dein inhärentes Risiko des Scheiterns beinhalten. Es sollten Ziele sein, die du vielleicht nur zu 50% erreichen kannst. Aber indem du nach dem scheinbar Unmöglichen greifst, wächst du nicht nur als Athlet, sondern öffnest dich auch für unerwartete Möglichkeiten. Und drittens, überwinde deine Angst davor, Fehler zu machen, indem du dir diesen Kanal abonnierst, denn bald wird sich ein Video auch um dieses Thema drehen. Wir sehen uns im nächsten Video, mach's gut, ciao.